Und weiter geht's bei The Last of Us Remastered. Wir müssen uns jetzt hier gegen unsere Freunde stellen. Wo bist du, Mist Kerl? Ich bin schon da, keine Angst. Ich bin schon hier. Tja, das wäre es für dich auch gewesen. Ich stand jetzt gerade ein bisschen unter Hochspannung. Also extrem unter Hochspannung, kann man ja schon fast sagen. Denn der Part hat mittendrin aufgehört. Und ich musste ja einfach jetzt irgendwie weitermachen. Und nachdem man natürlich dann das Spiel wieder startet, ist die ganze Sache gar nicht mehr so einfach. So, ich könnte jetzt natürlich auch hier lang gehen, aber ich glaube, ich tue das jetzt sogar mal. Ja gut, wir befinden uns jetzt in einem Firefly-Hauptquartier. Was will Joel bitte alleine hier anstellen? Was will er hier machen? Okay, da sind auch noch welche. Gut. Verbandspäckchen, hätten wir eins? Könnten uns sogar noch eins machen. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Es sind ziemlich viele. Oh, verflucht! Wo sind denn die alle? Also sind schon ziemlich viele hier. Okay, da sind zwei Stück. Einen könnte ich mit einem Pfeil erledigen. Gut. Wo kommt denn der jetzt her? Die kommen immer von irgendwo her? Und ich habe nicht mal einen Plan von wo. So, könnte ich den so treffen? Leicht. Leicht. Ja, ich brauche jetzt nur mein Hallo? Jetzt. So. Oh. Oh. Er hat mich gesehen. Mist. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr. Ja, das Problem ist, er hat mich jetzt entdeckt. Vielleicht könnte ich ihn auch von hier treffen. Nö. Also er sieht mich gleich. Komme ich auch irgendwie außen rum? Ja, würde ich sogar kommen. Ich darf mich jetzt bloß nicht nochmal sehen lassen. So, ich laufe jetzt außen rum und habe, glaube ich, dadurch bessere Chancen. War ich hier drin? Ja, hier war ich drin. Eine Flasche. Okay. Da hinten gibt es nichts mehr. Jetzt werde ich ihn... Wo? Alter. Der hat mich sogar gesehen, hey. Muss ich bloß aufpassen, dass der eine mich jetzt nicht findet. So. Machen wir das anders. Ne, der eine, der streift da trotzdem draußen rum. Hm. Schwierige Lage. Muss man ehrlich zugeben. Ja, der eine da vorne an dem Fenster, der nervt mich halt richtig. Komme ich nicht doch irgendwie noch mehr außen rum? Muss auf jeden Fall aufpassen, dass er mich nicht nochmal sieht. Oh Gott. Okay. Da komme ich halt auch ein bisschen näher ran. Wenn er meint, er muss hier einen auf Hulk Hogan machen, oder? Jetzt habe ich keinen. Ah, jetzt habe ich keine Flasche mehr. Ja gut. Kampf oder nicht Kampf? Ich weiß es eben nicht. Wer ist jetzt gefährlicher eigentlich? Der hier vorne, oder? Ach komm, ich habe ihn mit einer Schrotflinte in den Kopf geschossen. Ja, sobald ich jetzt hier aufkreuz wieder, habe ich wieder dasselbe Problem wie eben. Och Mann! Okay. Boah! Ich bin hier richtig und da vorne ist auch noch ein Scharfschütze.
Ich sitze hier gerade ziemlich in der Tinte. Fällt mir gerade auf. Ach komm, ich stelle mich dem Kampf jetzt einfach, ist doch mir jetzt egal. Oh Gott! Wir haben ja alle Maschinengewehre. Ja klar, hey. Ja, als ob. Als ob. Wie will man denn das schaffen? Muss man normalerweise eigentlich hinkriegen, dass einen niemand sieht. So, erwürg ihn, komm. Sie dürfen mich nicht sehen. So, ich sammle ich aber lieber gleich alles ein. So, da vorne sind auf jeden Fall welche. Aber hier kam doch irgendwo einer von hinten. Irgendwo. Okay, nach da vorne. Ah, gut. Kriegen wir eventuell hin. So, einer ist auf jeden Fall von hinten gekommen. Okay. Schauen wir mal, ob wir das jetzt so schaffen sollten. Ich bin jetzt echt angespannt, wirklich. Wo ist da einer? Alles voll. Pfeile habe ich auch keine mehr. Wieso nicht? Okay, da sind zwei. Okay, ich darf mich auf jeden Fall jetzt nicht sehen lassen. Ja, ich glaube, den einen kriege ich gar nicht von hinten. Die werden mich davor sehen. Und da komme ich auch nicht weiter. Wäre ich doch lieber mit dem einen mitgegangen. Hätte ich mich ja dann immer noch anderweitig entscheiden können, was ich mache, oder? Ich könnte allerdings auch einen Molotow-Cocktail werfen. Aber ich habe keinen. Also ich könnte mir auch einen zusammenbasteln. Okay. So. So. Perfekt. Einer wäre zumindest schon mal tot. Ist der zweite auch tot oder lebt der zweite noch? Ah, da kommt doch einer, oder? Ja. Hey! So, der wäre erledigt. Komm. Oh, ich hab dem den Kopf weggeschossen. WTF? Was geht da ab? Aber das mit dem Cocktail war jetzt wirklich eine geile Idee. Die war wirklich gut. Muss man an der Stelle mal sagen. Ist da noch irgendwo einer oder ist das bloß das Licht? Es sieht zumindest so aus. Okay, und wenn man einmal gestorben ist, hat man auf jeden Fall danach eine deutlich bessere Planung. Ja. Könnte auch damit in Zusammenhang liegen, dass man eben schon mal gestorben ist. So, hier irgendjemand? Na, ich habe sie beide erwischt. Mann, bin ich gut. Mann, bin ich gut. Okay, da ist keiner mehr. Gut. Aber da vorne ist einer. Sieht er mich da? Ja. Der würde mich da nicht sehen, aber ich komme da nicht weiter. Okay, er ist da vorne. Ich habe aber keinen Pfeil. Wo zielt denn der hin? Ach, der zielt da rüber, okay. Naja, ich könnte ihn theoretischerweise mit einem Pfeil, würde ich ihn besser killen können. Oder komme ich irgendwie von hinten an ihn ran? Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Es sind sogar zwei, oder? Oder ist es bloß... Hä?
Aber da steht doch noch einer. Moment, Moment, wir machen das gleiche wie eben, oder? Komm. So. Okay. Perfekt. Geht doch. Ja, diese Teile sind wirklich geil. Aber ich brauche jetzt langsam ein bisschen Alkohol. Wer hat das jetzt gesagt? Da ist doch noch irgendwo einer. Ach, da. Da und da hinten ist noch einer. Okay. Jetzt darf der eine aber mich bloß nicht sehen. Oh Gott, er kommt näher. Mhm. Das glaube ich nicht. Mein Freund. Ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Mann, bist du dumm. Bin ich da hinten safe? Naja. Ehrlich gesagt nicht. Soll ich jetzt lieber eine andere Waffe nehmen? Oder ist die gut? Hm. Was nehme ich denn für eine? Oh Gott, er ist weg. Okay, er läuft wie ein Vollidiot da hin und her. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe mit bisschen mehr Schuss. Okay. Als ob! Als ob! Okay. Alter, wie viele Schüsse der überlebt hat? Ist der behindert? Also so viele Schüsse würde ich nicht überleben. Zumal nicht auf so kleiner Distanz. Okay. Der wäre erledigt. Keine Munition da gelassen? Mein Gott. Was bist denn du für einer? Haben die zwei was gehabt? Oh, die zwei sind natürlich extrem gut abgekratzt, oder? Ja, ich habe ein Sturmgewehr. Hihi. Geil. Ich habe ein Sturmgewehr. Ja, so, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier lang, oder? Überall sind so Baustellenschilder. Oh Gott, oh Gott, das war ein Fehler. Nein, nein, nein! Mist, Mist. Ach, gegen die habe ich doch keine Chance, ey. Ich muss hier weg. Ja, klar! Lad nach! Nein! Ach komm! Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Fuck! Naja. Okay, jetzt kommt wieder das da. Ah, ich könnte. Warte, warte, warte. Ich nehme jetzt meinen Flammenwerfer. Ich habe hier was gefunden. Komm! Ja, jetzt schießt auf ihn! Stirbt! Nachladen, nachladen! Alter! Ja, klar! Ich muss mich verbinden. Schnell, bevor der eine wiederkommt. Aber ist schon cool sowas, oder? So, wo bist du, mein Freund? Der ist doch da noch, oder? Ja klar, hey! So. Endlich, alle beseitigt. Ja genau, gibt's mir viel, viel Sturmgewehrmunition. Hihihi. Alkohol? Sehr schön. So, tun wir mal nachladen.
So, und dann können wir auch schon vorrennen. Gut. Muss ich da rein? Ich denke schon. Gut. Dann nach oben. Nochmal nach oben. Ja. Was ist da eigentlich? Sieht aus wie ein Generator, aber da komme ich gar nicht ran. Okay. Wo ist das Labor? Aufzeichengerät der Chirurgen. Oh. Abspielen. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Okay, klingt ja nicht gerade sonderlich toll für Ellie. Aber wir werden sie immerhin auch da rausholen. Also das steht auf jeden Fall fest. Ach nein, ich will nicht mein Messer benutzen. Vergiss es. Oh Gott, das sieht mir ja schon richtig wieder einladend aus, oder? Kann man sich hier sonst noch irgendwas krallen vielleicht? Vielleicht war das ja noch nicht alles, was es hier zu finden gibt, bevor ich mich jetzt wieder da reinstürze. Marlins Aufzeichnungsgerät. Ach komm, das will ich mir jetzt nicht anhören. Nee. Wir haben jetzt gerade was angehört, reicht. Okay, dann werden wir da hinten wahrscheinlich rein müssen, denn weiter geht's nicht. Weiter geht's wie immer nicht. So. Okay. Schauen wir doch gleich mal, ob hier irgendjemand ist. Die haben sich hier wirklich Zelte aufgebaut in einem Gebäude. Die sind doch bescheuert. Nochmal ein Stück Papier. Marlins Tagebuch. Wer war jetzt nochmal Marlin? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wo ist es denn? Ich komme, Ellie. Oh Gott. Los. So. Wir da natürlich ohne Probleme hinkommen werden. Boah. Das wird ja ein richtiger Spaß, hey. Außer da hinten gibt es noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte. Wieso habe ich eigentlich nicht so ein richtiges Scharfschützengewehr? Dann könnte ich die von hier aus alle wegpusten. Oh nein. Oh nein. Das wird jetzt ein richtiges, extremes und übler, harter Kampf. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Dann würde ich sagen, machen wir den Part an der Stelle mal dicht. Und sehen uns schon bald wieder bei The Last of Us Remastered. Und vielleicht damit im großen Finale. Wer weiß, aber ich sag's jetzt lieber nicht, ob's Finale wird oder nicht. Weil ich habe keine Ahnung. Also deswegen unbedingt dranbleiben. Bis zum nächsten Mal und ciao.